Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Menschen und Macher innen. Heute mit Dr. Thomas Goette von GreenPocket. Dr. Goette, bevor wir loslegen, Sie müssen mir kurz erklären, was GreenPocket macht. Sehr gerne, ja. Wir sind ein Unternehmen, das Software entwickelt. Software zur Visualisierung von Energieverbräuchen. Also wir machen Energieverbräuche transparent und wir tun das für Haushaltskunden und für Unternehmenskunden. Und im Wesentlichen entwickeln wir Lösungen, die Energieversorger an ihre Kunden weitervermitteln. Gut, ich glaube, ich habe es halbwegs verstanden. Sie sind seit 2010 Geschäftsführer von GreenPocket. GreenPocket wurde 2009 als Startup gegründet. Wenn man auf die Webseite von GreenPocket geht, dann sieht das aus wie eine sehr erfolgreiche, eine Erfolgsgeschichte, voll mit Awards und mit Großkunden jetzt nach 10 Jahren. War das für Sie vorgezeichnet oder haben Sie da auf ein fremdes Pferd gesetzt? Also erstmal erfreut es uns, wenn wir so einen positiven Eindruck vermitteln über die Webseite. Der Erfolg entwickelt sich erst langsam. Wir sind nach wie vor ein Startup, was ungewöhnlich ist für ein Unternehmen nach über 11 Jahren Präsenz auf dem Markt. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Genau. Wann hört ein Unternehmen auf, ein Startup zu sein? Genau. Also bei uns ist es so, dass wir elektronische Zähler benötigen, damit wir möglichst viele Daten den Kunden auch anzeigen können. Energieverbräuche, die nur einen Wert pro Monat anliefern, helfen ihnen jetzt nicht so viel zu vermitteln, ob sie nun tags oder nachts mehr verbraucht haben und wo Optimierungspotenziale sind. Dafür brauchen sie elektronische Zähler und die werden in Deutschland erst seit Anfang 2020 verbaut. Zumindest für Unternehmen, die nicht Großkonzerne sind. Aber Sie haben das schon geahnt, dass diese Zähler verbaut werden müssen, beziehungsweise dass der Weg dahin geht. Genau, das war die Grundidee. Und wahrscheinlich haben Sie damit gerechnet, dass das sehr schnell stattfindet. Wie so häufig haben wir die Situation, dass die EU etwas vorgibt. Und das ist tatsächlich auch so gewesen. 2008, 2009 gab es eine entsprechende Direktive und die Aufforderung an die Länder der EU, das in nationales Recht umzusetzen. In Deutschland hat das etwas gedauert. Tatsächlich 2016 war das Gesetz dann fertig. Und die Umsetzung oder die Realisierung ist tatsächlich erst seit Februar 2020 möglich. Das klingt kompliziert, ist es auch. Sehr gut. Als Sie jetzt als Geschäftsführer eingestiegen sind, das war ja wahrscheinlich ein persönliches Risiko. Wo haben Sie da Ihren Antrieb hergeholt? Wo haben Sie die Kraft hergeholt, das für sich durchzuziehen? Oder haben Sie geglaubt, dass es auf jeden Fall was wird? Ich hatte schon definitiv Zweifel daran. Das wird aufgrund der Unsicherheit über die infrastrukturellen Voraussetzungen. Und wenn man in ein Startup startet, ist es ja immer ein Risiko. Wir sind ja angewiesen auf Wagniskapital. Der Name sagt schon, dass das Unternehmen ein Wagnis ist. Man muss erst gucken, dass der Markt sich entwickelt und die Produkte müssen ja nun auch noch zu den Markterfordernissen passen. Und das war ein erhebliches Risiko. Ich habe auch lange vorher überlegt, ob ich diese Entscheidung mache. Wir reden ja von 2009. Das war ja tatsächlich noch die Zeit von, ich sag mal, StudiVZ, MySpace, dass man irgendwann in 11 Jahren für alles, was man benutzt, tatsächlich eine App hat und ja, die auf seinem Smartphone mit sich rumträgt, war ja eine Zukunftsvision und war in Deutschland, sage ich mal, das hätte keiner geglaubt. Das ist, also der Innovationsschub und die Geschwindigkeit, mit der das stattfindet, war ja überhaupt nicht vorherzusehen. Wir haben eine viel schnellere Entwicklung vorhergesehen. Ja. Das muss man so sagen. Also die Digitalisierung des Messwesens haben wir viel früher in Deutschland erwartet, weil es auch in anderen Ländern, gucken Sie in die USA oder in China, absolut Standard seit Jahren ist, dass man Zähler elektronisch vermisst und dann auch Viertelstundenwerte den Verbrauchern zur Verfügung stellen kann. Das ist in Deutschland eben deutlich langsamer angelaufen. Jetzt sind Sie aber trotzdem bei GreenPocket geblieben. Ja. Obwohl es wahrscheinlich ein steiniger Weg war. War es ein steiniger Weg bis hierher? Definitiv, das muss man sagen. Und ist es auch noch. Ich bin Geschäftsführer, aber ich habe auch sehr früh in das Unternehmen investiert. Ich habe mittlerweile einen erheblichen Anteil an der Firma. Das heißt, ich bin auch Unternehmer und auch dann agiert man etwas anders und geht auch stärker bewusst ins Risiko. Wenn man Sie jetzt fragen würde, als junger Start-Upper oder älterer Start-Upper, wie ist das mit dem Risiko und auf was muss ich achten als Start-Upper? Hätten Sie da
Hätten Sie da einen Rat oder wären Sie da ratlos? Definitiv nicht. Also dafür hat man jetzt zu viel Erfahrung gesammelt. Ja. Sie haben immer den Dreiklang, dass Sie als CEO, Geschäftsführer immer im Prinzip für drei Ressourcen sorgen müssen. Sie müssen dafür sorgen, dass Ihre Produkte verkauft werden, also Umsatz an den Start bringen. Sie müssen dafür sorgen, dass Sie das richtige Personal haben. Das heißt, Sie müssen immer Mitarbeiter suchen und auswählen, die passen, auch für das Wachstum passen. Und Sie müssen gerade am Anfang auch für die Finanzierung des Ganzen sorgen, wenn Sie sich nicht selber aus sich heraus finanzieren wollen. Und das war hier bei einem komplexen technischen Vorhaben nicht so angelegt. Das heißt, wir waren von Beginn an auf Wagniskapital angewiesen. Und in diesem Dreieck, in diesem Spannungsfeld bewegt man sich eigentlich seit Jahren und kämpft immer darum, dass man über Wasser bleibt. Jetzt gibt es, wenn man amerikanische Webseiten anguckt, wo einem Ratschläge gegeben werden, was man als Startupper machen muss, das läuft meistens darauf hinaus, dass dann am Ende gesagt wird, und wenn dein Startup richtig läuft, dann verkaufst du es und bist Multimillionär. So, ist das ein Antrieb für einen Startupper oder sollte der Antrieb woanders herkommen? Aus der Leidenschaft oder aus dem Plan oder aus dem Idealismus oder der Vision? Ich würde sagen, aus Letzterem. Also es muss schon die Leidenschaft für die Sache sein. Es muss einem etwas geben, dass man ein Unternehmen, eine Organisation aufbaut, dass man gerne für Kunden arbeitet, dass man Lösungen entwickelt, die Nutzen stiften. Ich glaube, das ist schon ein ganz wesentlicher Faktor. Es muss einen befriedigen, dass man zufriedene Kunden hat und dafür sorgt und natürlich auch zufriedene Mitarbeiter hat. Jetzt ist aber das Messwesen von alternativen Energien. Sind Sie dazu gekommen wie die Jungfrau zum Kinde oder hat Sie das schon immer irgendwie interessiert oder hat Sie, als Sie es darüber erfahren haben, haben Sie gesagt, das ist was Tolles, da möchte ich mich reinarbeiten? Ich bin da tatsächlich zugekommen. Ich bin gefragt worden, ob ich als Geschäftsführer diese Aufgabe übernehme. Darf ich zwischenfragen, ja, gerne. Warum klar, Sie gefragt gerne. Wurden? Ich hatte vorher ein Startup gegründet und ich bin dann empfohlen worden. So ist das Ganze entstanden und tatsächlich ist es dann beim Italiener, bei einer Pizza, hat man sich ausgetauscht mit dem Geldgeber, der das Unternehmen initial gegründet hat und der einen erfahrenen Geschäftsführer suchte. Und das war die ganze Idee. Ich war dann gerade in Urlaub auf Sardinien und bekam einen Anruf, ob ich mir mal sein neues Unternehmenskonzept anhören wollte. Und das habe ich dann gemacht. Und was ist aus dem alten Startup geworden? Das hatte zwar 2O im Namen, aber nach 2 Jahren haben wir festgestellt, dass wir mit diesem Social-Media-Startup einen Welterfolg leisten werden. Mhm, das war ein, wenn ich mich richtig erinnere, ein Ranking-Portal. Genau, richtig, ja. Ganz genau. Also da haben wir erste Erfahrungen sammeln dürfen und erleben können, was man alles falsch machen kann im Startup-Leben. Okay, das würden Sie aber jetzt im Nachhinein wahrscheinlich auch als eine wertvolle Erfahrung sehen, oder? Definitiv, ja. Also scheitern kann auch gut sein. Ganz klar. Also da habe ich sehr viel, in den 2 Jahren habe ich sehr viel lernen dürfen. Im Positiven wie im Negativen, aber das hat sehr viel geholfen, ja. Okay, jetzt nochmal zurück zu der wirklich sehr ausführlichen Website von GreenPocket. Da kann man dann lesen, dass zu den Qualitäten von GreenPocket gehört, dass ein Fußballkicker da rumsteht, dass man ein sehr offenes Miteinander hat, dass eine Husky-Dame einen begrüßt. Das sind so, ich sag mal, so softe Werte. Denken Sie, dass das der Attraktivität des Unternehmens zuträglich ist? Also der Hund ist definitiv der wichtigste Mitarbeiter bei uns, das ist keine Frage. Ja, es ist schon für die Mitarbeiter sehr wichtig, dass sie auch einen Ort haben, wo sie sich austauschen können. Das ist bei uns die Küche und da steht auch der Kicker. Und das aber das ist ja ein aktiv. Klassisches Modell, das gab es ja schon immer. Genau, aber das wird auch sehr aktiv genutzt. Ja. Jetzt gerade in diesen Zeiten weniger. Aber selbst jetzt haben wir immer noch eine Minimalbesetzung. Also wir haben immer ein Viertel der Mitarbeiter, die dann doch noch im Büro sind und sich dort auch austauschen. Das hilft schon. Sie haben mehr als 40 Mitarbeiter, das finde ich schon ordentlich. Wir auch. Ja, die haben Sie aber irgendwie ausgesucht oder dieser Stab an Mitarbeitern ist ja irgendwann gewachsen. Ja. Wie sind da die Mechanismen? Wir haben ganz klein angefangen. Wir haben jahrelang überhaupt keine feste Person gehabt, die sich um das Thema HR oder Recruiting gekümmert hat. Wir haben mit Praktikanten angefangen, die diese Aufgabe übernommen haben. Und tatsächlich haben wir da wirklich an jedem Schräubchen gedreht. Über 7, 8 Jahre haben wir das immer weiter perfektioniert. Ich glaube,
2013, 14 haben wir 300 Bewerbungen bekommen. Im letzten Jahr haben wir 2800 Bewerbungen bekommen. Erstaunlich. Obwohl das Unternehmen nicht so viel größer geworden ist. Wir waren damals, glaube ich, 20, 25 Mitarbeiter und sind jetzt 40, 45. Aber wir haben als Arbeitgebermarke sehr viel an Attraktivität gewonnen, weil wir auch sehr viel mit, also wir sind ein sehr junges Team, Durchschnittsalter, ich weiß es nicht genau, aber wird irgendwo um die 30 sein, plus minus. Und wir arbeiten sehr viel mit Praktikanten und Studenten zusammen, weil wir auf Kosten achten müssen und uns das sehr hilft. Aber wir haben daraus aus dieser Not eine Tugend gemacht. Wir haben dieses Zusammenspiel mit Praktikanten und Studenten wirklich entwickelt, dass man dort nicht Kaffee kochen muss, sondern sehr verantwortungsvolle Tätigkeiten bekommt und dass man voll integriert wird in das Team. Und viele der Praktikanten sind dann zu festen Mitarbeitern geworden. Das heißt, der Input von diesen ein Praktikant ist ja erstmal ein Suchender. Den nehmen Sie schon sehr ernst? Genau, also wir suchen und wir können das heute. Wir gewinnen sehr schlaue, junge, talentierte Mitarbeiter. Und das ist für uns völlig egal, ob dann 20- oder 21-Jährige zu uns kommen. Sie hat ja gute Ideen und sie bringt ja etwas ein und kann uns helfen. Und das wiederum motiviert und inspiriert dann auch die festen Mitarbeiter, sag ich mal. Unsere HR-Chefin ist 25, unser Finanzchef ebenfalls. Also das ist ja jetzt nicht so weiter der Abstand. Trotzdem muss man ja für gute Ideen auch offen sein. Also haben Sie eher eine horizontale Struktur und sind antihierarchisch? Sind Sie alle auf Augenhöhe? Definitiv braucht man auch eine Hierarchie. Wir haben schon einen CEO und wir haben schon entsprechende Leiter für Projektmanagement oder Produktmanagement. Aber wir sind ja als Team viel zu klein. Mit 45 Leuten arbeitet man ja ständig im Team zusammen. Und ich glaube, das ist auch wirklich ein Erfolgskriterium, dass wir einen super Team-Spirit haben. Also nicht nur talentierte Leute, die zusammenkommen, sondern, und das ist uns gelungen, wie auch immer, dass wirklich jeder jedem hilft. Und das wird auch immer von Neuankömmlingen hervorgehoben, dass sie sofort jeden fragen können und dass sie Unterstützung bekommen. Also dass bewusst die Kultur so entwickelt ist, dass jeder, der jetzt bei uns anfängt, also wenn Sie jetzt bei uns anfangen würden, wäre ich zu alt. Nee, überhaupt nicht, gar kein Problem. Aber Sie würden sofort merken, dass Sie jeder unterstützt. Ja. Wir hatten mal ein Erlebnis mit einem Bewerber, der hat sich dahingesetzt und dann kam ich dann irgendwann ins Gespräch mit ihm und sag, wie ist jetzt so der Eindruck von der Firma? Ja, fantastisch. Ich sag, warum? Ja, ich habe da gesessen und habe eine Viertelstunde gewartet und da kamen 8 Leute in die Kaffeeküche und 8 Leute haben mich gefragt, ob ich irgendwas zu trinken haben wollte. Und da hat er gesagt, die sind kundenorientiert, da möchte ich hin. So, und hilfsbereite Unterstützung. Okay. Aber das war ein Bewerber für die Firma, oder? Das war ein Bewerber für unser Team, ja, genau. Okay. Und er war dann so begeistert, sagt, das Team, der Team-Spirit hier, der stimmt, dass jeder jeden unterstützen möchte. Und das ist wirklich eine der Stärken. Schulen Sie das oder entsteht das aus der Atmosphäre, die sowieso schon da ist? Ich würde sagen, es entsteht aus der Atmosphäre, weil es sehr schnell gemerkt wird, dass es keine Abteilungsdenken gibt, dass es keine, gut, das ist jetzt bei so einem kleinen Startup auch nicht erwartbar, dass es da Intrigen und Politik, aber das spielt... Naja, bei 40 Leuten... Könnte das schon passieren. Das spielt tatsächlich keine Rolle, sondern es spielt eher das Engagement eine Rolle, die guten Ideen spielen eine Rolle und das ist uns sehr wichtig. Und das merken auch sofort, wenn man kommt, ein 20-Jähriger genauso wie ein 25-Jähriger oder ein 45-Jähriger. Ich komme nochmal auf die Website zurück. Wenn man jetzt auf den Punkt Karriere klickt, dann erscheint ein Bild, wo eine Gruppe in einer Boulderhalle sitzt und von einem Stunt-Koordinator offensichtlich Anweisungen bekommt. Machen Sie so extracurriculare oder nach der Arbeit gehen Sie, haben Sie dann einen Jour fix, wo Sie sagen, wir gehen heute Fußball spielen oder wir gehen heute bouldern oder bowlen oder tatsächlich reiten. In Nicht-Corona Zeiten tun wir das, genau. Wir spielen Fußball zusammen und es gibt einige, dazu gehöre ich jetzt nicht so, die da sehr talentiert an der Wand sind. Wir haben auch einmal jährlich, wenn es Corona erlaubt, werden wir das auch wieder tun, ein Sommerfest, wo dann auch sehr viele Ehemalige kommen. Also das ist auch schon sehr stark da. Die Erinnerung an das Unternehmen, es ist ja, wir haben ja viele junge Leute, die vielleicht ihre erste berufliche Station haben und nach 2, 3, 4, 5 Jahren uns wieder verlassen.
Aber trotzdem ist da der Zusammenhalt, der GreenPocket eigentlich ausgemacht hat. Nochmal zur Award-Geschichte. Also man sieht dann gewonnene Preise oder Teilnahmen. Da muss man sich aber wahrscheinlich wird man nicht zu jedem Wettbewerb berufen, sondern muss sich auch bewerben, oder? Sehe ich das richtig? Genau, also wir müssen uns immer bewerben. Das ist natürlich auch für uns immer wieder die Möglichkeit, uns zu präsentieren. Das kann ich absolut empfehlen. Deswegen haben wir es ja auch bewusst so gemacht. Wir waren im Silicon Valley vom Bundeswirtschaftsministerium unterstützt. German Accelerator Konzept, haben da sehr viel von anderen Startups gelernt, von der Kultur gelernt. Wir haben, Free Electrons, ein Wettbewerb, der global von Energieversorgern, von sehr großen ausgewählt wird. Da kommt man weltweit mit Startups zusammen. Da haben wir teilgenommen. Das ist schon sehr inspirierend, weil man wirklich ganz andere Eindrücke bekommt. Und ja, es ist interessant, mit einem norwegischen Startup und einem chinesischen Startup zusammen sich zu unterhalten, wie die an bestimmte Aufgabenstellungen rangehen. Durch solche Teilnahmen entstehen ja auch Kundenbeziehungen. Und wir arbeiten für einen japanischen Anbieter, haben eine japanische Software. Das hätten wir nicht gemacht, wenn wir nicht eingeladen worden wären, uns mal zu präsentieren und bei einem solchen Event unsere Lösung zu präsentieren. Also wir können jetzt nicht unbedingt nach Japan gehen. Das braucht schon einen Vorlauf, um einen Kunden zu gewinnen. Und so hat man natürlich Möglichkeiten, stimmt. Nochmal zum Thema Startup, weil Sie bezeichnen sich ja immer noch als Startup-Unternehmen nach 11 Jahren. Andere sind da schon längst an der Börse oder haben verkauft oder sind größer geworden. Sie können mir glauben, wir wären es auch gerne. Also daran soll es nicht liegen. Gut, aber Sie bleiben trotzdem am Ball. Ja, genau. Ja. Viele Geschäftsführer, CEOs, Gründer von Startups werden dasselbe erleben. Startup ist kein Zuckerschlecken. Ich muss viel Frustration durchstehen und es geht immer wieder rauf und runter. Ja. Und deswegen gehen ja auch viele Startups nach einer gewissen Zeit aus dem Markt raus, weil sie nicht erfolgreich sind. Und viele Startups erleben das Gleiche, was wir erleben, das Kämpfen um die Akzeptanz. Und das dauert eben manchmal 10, 12, 15, 20 Jahre. Nicht jeder ist zum Zalando geboren. Ja, aber wenn ich da richtig hinhöre, dann hat das auch persönliche Konsequenzen. Klar. Und da muss man eine gewisse Stärke haben oder eine gewisse Zielgerichtetheit. Haben Sie da Strategien, wie Sie sagen, okay, ich befinde mich gerade in einem Tief, wie komme ich hier wieder raus? Und Resilience ist das Wort. Widerstandskraft. Genau, richtig. Ja. Einfach Durchhaltevermögen und sich da nicht frustrieren zu lassen. Das ist aber tatsächlich auch eine Erfahrung, die Sie in einem Startup machen. Da geht eine Tür zu, weil irgendwas nicht klappt. Und Sie müssen aber nicht lange warten, bis wieder eine Tür aufgeht. Also wieder ein Erfolgsmoment da ist. Das kann ein neuer Kunde sein, ein neues Projekt. Das kann ein Mitarbeiter, der attraktiv ist, der zugesagt hat, sein. Also da gibt es immer viele Möglichkeiten. Also wir haben ja auch Situationen gehabt, tatsächlich, wo wir genau 1.000 Euro auf dem Konto hatten. Das ist, also wir haben über die Jahre immer unsere Gehälter zahlen können. Aber es gab dann auch einen Moment, wo wir mal genau so viel auf dem Konto hatten, am nächsten Tag waren 1,5 Millionen drauf. Das ist dann ganz gut. Da muss man doch eine gewisse Festigkeit oder Gefestigkeit oder eine gewisse Stärke mitbringen, die vielleicht nicht jedem gegeben ist. Meinen Sie, sowas ist erlernbar oder sowas ist durch Weiterbildung, Coaching, Workshops, sowas, kann man sich da reinschaffen in so eine Resilience, wie Sie es genannt haben? Also ich glaube, dass die meisten erfolgreichen Gründer das schon in sich mitbringen und diesen Willen haben, da durchzuhalten und diese Frustration mitzunehmen und wirklich immer wieder motiviert morgens zu sagen, so, jetzt gehe ich das nächste an. Und es gibt ja tatsächlich sehr viel Frustration und sehr viel, was schief läuft und sehr viel Fehler, die sie machen und Dinge, die nicht so laufen, wie man das geplant hat. Was haben wir nicht alle für schöne Pläne gemacht? So. Ich glaube, man kann es stärken, dass man damit besser umgeht. Das habe ich definitiv gelernt. Aber ich komme ja aus meiner Berufswelt. Ich habe 13 Jahre Beratung für internationale Strategieberatung gemacht. Da wird man schon ein bisschen geschult, auch auf Durchhaltekraft und
Also Sie könnten, wenn ich es blöd sage, Sie könnten sich selber sozusagen beraten. Ja, Sie müssten Sie müssten nicht auf eine externe Hilfe zurückgreifen. Ich habe sicherlich da eine andere Konstellation und wusste schon vorher, wie es ist, wenn man mit viel Stress umgehen muss. So, und das muss ich aber natürlich immer wieder auch jungen Mitarbeitern vermitteln. Das ist ja eine Situation, dass wenn jetzt, können Sie sich vorstellen, jemand in eine Führungsposition mit 24, 25 kommt oder überhaupt eine neue Aufgabe hat, wo man verantwortlich für etwas ist, dann fühlen sich junge Kollegen auch häufig überfordert. Und dann erstmal die Ängste wegzunehmen, darüber zu sprechen und dann auch Hilfsmittel zu geben, wie man damit umgeht, ohne jetzt in irgendwelche Burnout-Fallen oder sonst was zu laufen, das ist ja ganz wichtig. Weil Sie haben ja häufig die Situation, dass sich jemand durch Verantwortung überfordert fühlt. Und man muss ja auch, wenn man ein Unternehmen führt, man muss ja auch Kritik üben. Ja. Also man muss auch sagen, wir lassen uns das anders machen. Wir möchten es so machen und nicht so wie du. Was ja vielleicht auch für den jungen Menschen, der neu in so ein Unternehmen kommt, gar nicht so einfach ist. Machen Sie das, haben Sie da auch Strategien? Machen Sie das unter vier Augen oder haben Sie da einen runden Tisch oder setzen Sie sich einmal im Monat zusammen und revidieren oder schauen einmal, was im Monat gelaufen ist? Gibt es da ganz, ganz feste Mechanismen? Also wir haben sicherlich ganz feste Statustermine zu bestimmten Projekten, Initiativen, Reviews, wo wir hinterher nach einem Projekt gucken, war das erfolgreich oder nicht. Also ich glaube, solche gibt es auch, aber was ich ja tue im persönlichen Leben, ich muss ja ständig Feedback geben. Da ist man ständig damit auseinandergesetzt. Also wir versuchen sehr für Transparenz zu sorgen. Das geht von oben nach unten und auch entsprechend in die andere Richtung, dass man eben auch sagt, wo man gerade steht und auch Rückmeldung gibt. Das geht gar nicht anders. Bei GreenPocket geht es ja im weitesten Sinne auch um alternative Energiegewinnung. Ist das heute attraktiver denn je für junge Leute, in so eine Firma einzusteigen? Also Nachhaltigkeit ist bei uns bei jedem Bewerbungsgespräch mittlerweile ein Thema. Also das merkt man, dass dort wirklich ein Wandel stattgefunden hat. Also Greta hat da großen Einfluss auf junge Leute gehabt. Man merkt einfach, das Thema Klimawandel spielt eine große Rolle und viele Mitarbeiter, die sich bei uns bewerben wollen, auch bewusst, gehen bewusst zu uns, weil sie etwas Sinnvolles tun wollen beruflich. Das hat sich ja auch geändert, Work-Life-Balance. Ne? Ist nicht so, dass Sie jetzt in einem Startup erwarten können, dass da einer 80 Stunden arbeitet und alle happy sind. Das können Sie heute ja überhaupt nicht mehr realisieren. Ja. Sondern Sie haben ganz normale 40, 50 Stunden, wenn überhaupt, Wochen. Das heißt, das Engagement muss Ihnen eine Work-Life-Balance bieten. Und es wird von Ihnen erwartet als Unternehmen, dass Sie etwas Sinnvolles tun mit den Produkten. Und was wir machen, wir helfen Unternehmen oder Privatkunden, Energie besser zu managen und das einfach und wirksam zu tun. Also energieeffizienter und damit auch ein Stück weit zu helfen, das Klima zu schützen. Das ist ja schon eine sehr wichtige Motivation. Und das mit der intelligenten Auswertung von Daten zu machen, da stecken wir auch sehr viel Wert rein. Wir sind ein Tech-Unternehmen. Wir machen aus Daten Mehrwerte für die Unternehmen, die die Software nutzen können, für die Verbraucher, die da etwas mit tun. Da spielen natürlich die erneuerbaren Energien eine große Rolle, aber nicht nur für die. Und das merken wir schon, dass das bei den Bewerbungsgesprächen einen hohen Stellenwert hat. Etwas Sinnvolles zu tun, etwas sich an einem sinnvollen Thema zu beteiligen. Und das treiben wir auch vorwärts, dieses Bewusstsein auch zu verankern bei den Unternehmen. Das spielt natürlich auch für unser Markterfolg eine große Rolle. Jetzt stand neulich, ich weiß nicht, ob in der FAZ oder in der SZ, in einer der beiden großen Zeitungen stand, wurde ausgerufen, der Tod des Hipsters. Ja, also Ironie ist vorbei und die neue Generation, nennt sich Generation Greta, ist sehr ernsthaft und möchte die Welt verändern. Da würde ich jetzt mal ganz ketzerisch denken, boah, ja, aber für die Arbeitsatmosphäre hört sich das gar nicht so lustig an, ja, wenn ich da nur noch lauter ernsthafte junge Menschen habe, die keinen Spaß mehr machen. Aber das ist wahrscheinlich übertrieben, oder? Oder glauben Sie in den letzten 10 Jahren da einen Unterschied gespürt zu haben im
Day-to-Day live im Arbeitsleben? Ja, also definitiv. Auch die Kultur hat sich verändert. Das Bewusstsein dafür, was man tut, dass man bewusst für etwas arbeiten will, hat sich verändert, definitiv. Und auch, denke ich, der gesamte Kommunikationsstil hat sich geändert. Also wir sind ja Teil, wir haben agile Entwicklung. Agil ist etwas, das wir gemeinsam im Team entscheiden. Agilität setzt auch viel Selbstorganisation der Mitarbeiter voraus in der Softwareentwicklung. Also dass man eigenständig Entscheidungen treffen kann im Team, sich dort abstimmen muss. Das verändert auch die gesamte Kommunikation. Und wir haben sehr viel dafür getan, dass wir da sehr transparent sind. Dass wir beim Team von 40, 45 Mitarbeitern, könnte man sich vorstellen, da weiß doch jeder was. Nee, das ist überhaupt nicht so. Das ist immer wieder erstaunlich. Also man muss viel kommunizieren. Verantwortung zu übernehmen ist für viele Mitarbeiter ein Grund, warum sie bei GreenPocket starten, weil wir das früh geben und auch sehr jung geben, weil wir Talente gewinnen können für uns, die dann auch schon früh Aufgaben übernehmen können. Aber mit der Verantwortung ist ja nicht nur der schöne Part, hey, ich kann hier was dirigieren und sonst was, sondern Verantwortung hat ja auch die andere Seite der Medaille. Ich muss mich engagieren, ich bin verantwortlich für etwas. Und das hat natürlich eine gewisse Ernsthaftigkeit, aber ich glaube, dass eines der Merkmale unserer Unternehmenskultur wirklich ist, dass immer das Team im Vordergrund steht und nicht der Einzelne, sondern dass man ein Teamergebnis hat. Wir haben viel zu viele Schnittstellen. Wir können Software nicht alleine entwickeln, sondern nur als Team. Und Softwareentwickler sind ja auch nicht die Einzigen, die sind darauf angewiesen, dass ein Designer coole Designs macht, dass ein Produktmanager klare Vorgaben macht, dass ein Projektmanager die Kunden dafür begeistert, dass die Software dort gut angewendet wird, dass ein Customer Success Manager dafür sorgen, dass die Kunden auch verstehen, wie sie die Software nutzen müssen. Da sind so viele Elemente, die sie nur im Team erledigen können. Und das ist, glaube ich, das macht das Unternehmen GreenPocket aus. Und das ist aber alles bei Ihnen gebündelt. Das wird sozusagen ab einem bestimmten Punkt nicht an Externe gegeben. Wir haben seit Mitte 2012 keine externen Entwickler mehr. Ich habe damals beschlossen, zu sagen, nee, wir wollen selber das Know-how aufbauen. Und das hat sich als sehr positiv erwiesen. Deswegen sind wir als Team, glaube ich, auch stark geworden. Das war Menschen und MacherInnen heute mit Dr. Thomas Goette von GreenPocket. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.